Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life is Strange Before the Storm. Ja, Rachel hat uns gebeten, dass wir doch weitere Informationen über ihre eigentliche leibliche Mutter herausfinden und das im Büro vom Vater. Wir haben uns hier reingemogelt mit den Daten, die sie uns genannt hat und werden jetzt das Zimmer hier ein bisschen auseinandernehmen, hoffentlich. Kommt ein Auto? Nee, okay. Wir fangen einfach mal an. What do we have here? Nicht die Beweise verschludern. I should check the computer or some of those files laying around. Beweis von was? Arcadia Bay's least wanted. Polizeibehörde Arcadia Bay, Anzeigenerstattung, Klage 3888, Arte der Klartätigkeit. Zuständiger Beamter Sergeant Alex Keller, Abzeichen Nummer 521. Name Damon Merrick, Alter 31, Geschlecht M, Größe, oben genannte Person wird beschuldigt wie folgt: Art des Vergehens, schwere Körperverletzung mit tödlicher Waffe. Zeit 20:15 Uhr, Datum des Vergehens 12.04.2010. Tumnus Sägewerk, okay. Anschuldigung: Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Opfer schwang Merrick einen Schürhaken und schlug den Opfer damit mehrmals auf den Kopf, bevor er vom Tatort floh. Merricks Handschuh wurde gesichert und als Beweis eingereicht. Ein Notruf wurde um 22.21 Uhr angenommen und ein Beamter erreichte den Tatort mit Sanitätern um 22.38 Uhr. Das Opfer wurde ins Krankenhaus transportiert. Ein Beobachter, der um Anonymität bat, gab an, dass der Angreifer Damon Merrick war. Es war bestimmt auch Frank, der Beobachter. If it can rain ash, I guess it could snow in LA. Okay. It's the big one. Let it snow, let it snow, let it snow. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Vaterpreis? Was? Vaterpreis? Best dad. That stuff is all politics anyway. Was war das? Sweet. A secret key. Now to find the secret lock. Oh oh. Mach hier nicht so doll. Ich will das mal lesen hier. Ach komm. Oh, immer noch nicht fertig. Jetzt aber. Wie die Meister hätten. So, hey Chloe, danke für deinen Besuch. Drew sagt, viel Glück da draußen. Danke. Ihm auch viel Glück. Chloe, ja? Du bist stärker als alles. Hoffentlich. Max, ich glaube nicht, dass du weißt, wie du für jemanden fühlst, bis du sie fast verlierst. Bis du im Warteraum des Krankenhauses sitzt, wie an deinem Stuhl geklebt und doch fallend still und verzweifelt darum bittest, ihre Stimme zu hören, ihre Hand zu berühren, sie zum Lachen zu bringen. Dann weißt du es. Es war komisch, bei Rachels Vater zu sein und irgendwie angenehm. Auf einmal waren wir im selben Team und der ganze andere Scheiß war egal. Ich denke, ich sehe, warum Rachel ihn liebt. Ich besuchte Drew und verbrachte etwas Zeit mit ihm und Mikey. Ich muss sagen, ihre Familie ist echt klasse. Nach einer gefühlten Ewigkeit wachte Rachel auf. Selbst nach all dem, was passiert ist, ist sie immer noch drauf aus, ihre Mutter zu finden. Also bin ich es auch. Hier ist der Plan. Ich werde in James' Büro rumwühlen und sehen, was ich über sie finden kann. Dann finde ich sie, damit sie sich treffen können. Ganz egal, wie schwierig es wird. Chloe, die Kopfgeldjägerin.
Wir haben da eine geschlossene Schublade. Ich gehe erstmal hier hinten lang. Hier ist noch eine Akte. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Das ist eine gute Frage. Was haben wir da? I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Okay. Verdienstauszeichnung verliehen an James Amber in Würdigung ihrer Integrität, Ehrlichkeit und Hingabe für die faire und ethische Ausübung der Justiz. Du musst aber die Fächer alle wieder zumachen, ne? More sherry. Ganz ehrlich, ich mache hier kein Graffiti rein. Nee, ich mache kein Graffiti rein. Wir gucken mal hier die Akte. James sure keeps lots of files on people. Ja, wer dumme Sachen macht, ne? Pro Tip. When digging for secrets, try the DA's computer. Ein iMac, wie es scheint. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. S. Gerhard, James, es reicht. Das ist, genau, Sarah, ne? James, das reicht. Als du mir im Park sagtest, dass du nicht zulassen würdest, dass ich ein Teil von Rachels Leben werde, war ich selbstverständlich wütend. Aber ich verstehe dein Bedürfnis, sie zu beschützen. Das ist dein Vorrecht als Elternteil. Aber diesen Kerl zu schicken, um mich zur Vernunft zu bringen. Du bist dabei, von deinem hohen Ross zu fallen. Wie kann ein Staatsanwalt sich so verhalten? Was würden die Wähler sagen? Ich habe ein Recht, meine Tochter zu treffen. Und der Anwalt, mit dem ich sprach, stimmt mir zu. Doch viel wichtiger ist, dass Rachel ein Recht hat zu wissen, wer ihre Mutter ist. Ein Recht, die Wahrheit zu kennen. Du weißt, was das Richtige hier ist. Also tu es. Sarah. Okay, wir haben hier die Schublade. Locked drawer inside locked office. Seems promising. Macht das alles wieder rückgängig? Welcome to Shadyville. Ich hoffe, da kommt keiner. James's stamp collection. Ich glaube nicht. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Okay, wir scrollen mal ganz nach oben. Es heißt, du kannst mir mit meinem Problem helfen. Grenzen werden überschritten, wie? Reden wir. Ich rufe heute Abend an. Ich habe die Person gefunden, nach der du suchst. Ich rufe dich in 15 Minuten an. Nun, ich bin keine Wohlfahrt. Du musst tun, worüber wir geredet haben. Ich kann nicht. Sicher kannst du das. Ich habe mit deinem Mädel geredet und sie hat eine große Klappe. Wie sich herausstellt, ist sie nicht leicht zu überzeugen. Wir müssen etwas deutlicher werden. Tu ihr nicht weh. Entspann dich, mein bester Mann kümmert sich darum. Wie geht's deiner Tochter? Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Bring ihr bessere Manieren bei. Nichts, ich schätze, du willst das nicht mehr erledigt haben. Oh, bitte. Bitte nein. James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Dafür wirst du büßen, oder wo ist Sarah? Nee, nee, nee. Wo ist Sarah? Jetzt benutzen wir also Namen. Entspann dich.
Es ist ganz einfach. Entweder du tust, was ich will, oder dein kleines Problem wird zu einem großen Problem. Hast du dich jetzt um den Beweis gekümmert oder nicht? Shit. What do I say? Ich weiß, dir ist das alles neu, also lasse ich das durchgehen. Verarsch mich nicht. Zeig mir, dass du den Beweis hast. Shit. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Es gibt bloß diese Stelle an Beweisen hier. Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Or maybe there's some info on the case hanging around the office. Warte mal, wir gucken erstmal. Darum geht's hier, ne? Darum ging's. Und zwar, warte mal, ich will mal kurz gucken. Merrick's Gloves Wear. Okay, das sind die Handschuhe. Die Handschuhe, da sind sie. If TV has taught me anything, these babies will be swimming in DNA. Warum sind die eigentlich hier? Officer Ernie Yates, Beweisbeschreibung Lederhandschuhe, Fundort. Okay, damit ist er nämlich da und das Bild nehmen wir. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Hey, bitte nicht. Figure out how. How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Oh, bitte. Was tust du, Chloe? Was tust du? Ach, du Kacke. Sarah sent all these letters. James never gave them to Rachel? That's so messed up. Hat er nicht gesagt, dass sie sich nie gekümmert hatte? An meine Rachel, mein Name ist Sarah und ich bin deine leibliche Mutter. Das Erste, was du über mich wissen sollst, ist, dass dich aufzugeben oder der schlimmste Fehler war, den ich je beging. Ich kämpfte zu der Zeit mit etwas und tue es immer noch. Dieser Kampf hat mir alles genommen, auch was am allerwichtigsten ist, dich. Doch jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich ein Teil deines Lebens sein kann. Das ist mir als mir zusteht, das weiß ich. Doch wenn du möchtest, würde ich es gern versuchen. Bitte lass dir Zeit und wenn du Fragen haben solltest oder mir etwas mitteilen möchtest, würde es mir die Welt bedeuten, von dir zu hören. Ich liebe dich sehr und hoffe, dich bald zu treffen, liebe Sarah. Liebste Rachel, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich dir erneut schreibe. Ich habe noch nichts von dir gehört und das ist kein Problem, wirklich. Es ist nur, ich habe das Gefühl, dass ich so viel aufzuholen habe, verstehst du? Ich erinnere mich nicht an viel von meinem Leben. Das ist ein Symptom meiner Entscheidung. So vieles ging verloren, außer dir. Ich erinnere mich an alles, was dich betrifft. Das Krausen deiner Nase, die Tiefe in deinen Augen, das wissende Lächeln, das mich denken ließ. Du hättest alles schon mal gesehen. Ich kann es mir jederzeit vor Augen rufen, so klar wie der helle Tag. Ich hatte solche Angst, dass ich dir eine schreckliche Mutter sein würde, dass ich dich verkorksen würde, wie ich mein eigenes Leben verkorkst habe. Jetzt weiß ich natürlich, dass meine Angst fehlgeleitet war. Viel schlimmer als eine schlechte Mutter zu sein, ist es, nie zu wissen, was für eine Mutter ich gewesen wäre. Es tut mir leid, falls du den Mut in dir hast, mir zu vergeben. Können wir vielleicht von vorn anfangen? Ich will es, mit all meiner Macht. In Liebe, Sarah. Wunderschöne Rachel, ich habe mal gelesen, vielleicht war es in einem Glückskeks, dass man nie zweimal in denselben Fluss treten kann. Weil er sich bewegt, ist es nicht mehr derselbe Fluss. Er ist etwas Neues. Glaubst du, das ist wahr? Ich versuche mir vorzustellen, wie du diese Briefe liest. Ich frage mich, wie du reagierst, wie ich dir vorkomme, diese geheimnisvolle Mutter. Ich mache dir keinen Vorwurf, dass du mir nicht antwortest. Du wirst mir schreiben, wenn du bereit bist. Ich nehme an, dein Vater ist immer noch skeptisch. Das ist okay. James will dich beschützen. Ich würde dasselbe tun. Aber er ist auch ein liebenswerter und mitfühlender Mensch.
Das war wirklich das Problem. Ich war nicht für ihn oder das Leben, das er dir bieten wollte, geschaffen. Ich wusste es schon damals, auch als es ihm noch nicht klar war. Ich weiß, wir können nie die Beziehung haben, die wir hätte haben sollen. Aber ich hoffe, dass wir gemeinsam etwas Neues haben können. Ich hoffe es so sehr, liebe Sarah. The Sarah in this letter doesn't seem anything at all like the person James told us about last night. Es scheint so, James. Ich verstehe deinen Widerwillen, mich mit Rachel reden zu lassen, aber glaubst du nicht, die Entscheidung sollte bei ihr liegen? Alles, was ich das letzte Jahr über getan habe, dient dazu, dir zu beweisen, dass ich bereit bin, ein Teil von Rachels Leben zu sein. Ich habe den Entzug geschafft und erhole mich. Ich brauche kein Geld oder Beistand mehr. Ich weiß, ich kann ein positiver Einfluss für sie sein. Ich komme nach Arcadia Bay in der Hoffnung, dass wir uns wenigstens treffen können, um darüber zu reden und damit du siehst, wie sehr ich mich verändert habe. Falls du noch irgendetwas für mich fühlst, wirst du mir die Gelegenheit geben, mich dir und hoffentlich auch Rachel zu beweisen. Du warst einst die Liebe meines Lebens, bitte nimm mir das nicht weg. Kostermann und Shapiro, Familienrecht, Unterlassungsaufforderung. Sehr geehrter Mr. Amber, ich repräsentiere Sarah Gerhardt, gesetzmäßige Mutter von Rachel Amber und Antragstellerin auf geteiltes Sorgerecht für Rachel Amber, ihre gesetzmäßigen Tochter. Bitte beachten Sie, dass die Gesetze von Oregon es erforderlich machen, dass rechtliche Vormünder Minderjähriger auf alle und jegliche gesetzmäßigen Anträge der Eltern zur Wiederaufnahme des Kontakts mit ihren Kindern in Treu und Glauben reagieren müssen. Im Namen meiner Klientin erfordere ich Sie hiermit auf, die ungesetzmäßige Verhinderung des Kontaktes zwischen Sarah Gerhardt und Rachel Amber zu unterlassen. Hiermit wurde Ihnen mitgeteilt, dass eine fortwährende Verweigerung in einer Klageeinrichtung gemäß des Familiengesetzes von Oregon, Satzung 42.4b, Tillamook County Sozialdienst, resultieren wird. Dieser Brief stellt Ihre letzte Warnung in dieser Angelegenheit dar. Mit freundlichen Grüßen, Kevin G. Shapiro, LLC. So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Ungültiger James Amber. Zahlbar, $3,000, Ocean View Genossenschaft. Unterschrift James Amber. Ungültig. Hat sie das ungültig gestempelt? Ach Mann, ey, was tust du? Und das Schlimme ist, was tun wir? Das geht so nach hinten los. Das geht so nach hinten los. Better not touch that again. Boah, hab ich mich gerade eben erschrocken. Welcher von meinen Leuten der Spitzel ist? Was? Schluss jetzt. Er hat sich mit ihm eingelassen wegen... Oh, das kann nicht sein. Damn. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. Oh, oh. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. Was will denn die Mutter? Okay, ich liebe dich. Okay. Ich bereite das Abendessen vor. Wann glaubst du, dass du zurück bist? Warte nicht auf mich. Liebling, wir verbringen so schon nicht genug Zeit zusammen als Familie. Möchte Rachel mit uns essen? Sie ist mehr als willkommen. Mama, ich schaff's heute Abend einfach nicht. Tut mir leid. Chloe, ist alles okay? Ja, alles ist okay. Okay, ich liebe dich. Ich liebe dich auch.
Arcadia Bay's least wanted. Wir haben jetzt hier einen Verbrechensbericht anonym. A bystander requested to remain anonymous named Damon Mar. Das Problem ist, Schneekugel, wir können irgendjemand beschuldigen, kann das sein? Wir haben hier noch eine Akte. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Für Bewährungshilfe. Mhm. Bewährungshilfe, aha. Bedingter Entlasser, Entlassener Shannon Pike. Wurden Sie innerhalb des letzten Monats verhaftet? Ja, nein. Falls ja, führen Sie bitte Datum, Anklage und Anstellung gleichbleibend und arbeitslos. Verifiziertes Einkommen letzten Monat $1,775. Unternehmen ACFC, Stellung Schichtleiter. Kommentar des Beamten sehr kooperativ, keinen Termin verpasst. Unterschrift des Beamten Oliver Rutherford. Oh Gott. I guess I'm lucky James keeps so much info at home. Yeah. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Der Ankläger plädiere wie folgt. Illegaler Verkauf gestohlener Waffen für schuldig. Ich verstehe meine Rechte und gebe diese aus freiem Willen auf. Ich verstehe, dass der Richter nicht an diese Vereinbarung gebunden ist. Ich erkläre mich bereit, dem Gericht in zukünftigen Fällen, die eine Verbindung zu meinem eigenen Fall haben, Hilfe zu leisten. Gerald Scott. Ich glaube, das wird es sein. Und jetzt kommen wir noch zu Frank. Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Name und so weiter und so weiter und so weiter. Namen, Tattoos unbekannt, kaukasisch, inhaftiert von der Polizeibehörde Arcadia Bay, Verdacht auf Drogenhandel und Herumlungern, Anklagepunkte wegen Drogenhandel fallen gelassen aufgrund mangelnder Beweise. Okay. Tja, es ist der hier. Ach du Kacke, das wird richtig Ärger geben. Guess I'm lucky James keeps so much info at home. Ich muss aber gucken hier. I agree to aid the courts on future cases. Okay, Jared Scott. That could be seen as a little snitchy. Und das wird Ärger geben. Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Kopfaufnahme von Sheldon. Thunder. Frank. Wer ist denn Sheldon? Das ist der ganz hinten. Wer ist das hier? This guy let me into the mill. Cool dude. I totally knew this guy was a criminal when I stole from him. Aber wer ist denn das? Guess this explains why Mr. Amber knows so much about Frank. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Wer ist der Typ hier? Der Typ da. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Wer ist das? Das ist Sheldon Pike. It's a little weird having this guy's records at my fingertips. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. So, das heißt der Typ von der Mühle. Oh Mann, haben wir noch irgendwas im Computer? Ich glaube nicht, ne? Oh, man. Oh. This guy's the snitch. He was so cool to me at the mill. Wonder if there's someone else I could pin it on instead. Oh, detained. Released. Ach, er ist es doch. Innenseite linker Oberarm. Wenn der Donner dich nicht erwischt, stand der Blitz. Ethnische Zugehörigkeit amerikanisch, samoanisch. Details inhaftiert von der Polizeibehörde Arcadia Bay, Verdacht auf Drogenhandel. Freigelassen nach Befragung durch Wachtmeister Ernie Yates. Wird als äußerst kooperative Informationsquelle bezüglich örtlich krimineller Aktivitäten beschrieben. Ah, okay. Okay. Das heißt,
Nein, nein, nein. Ja. Wie Geld? Payment? Fuck. Wie viel? Den deine Bullen mir gestohlen haben. Oh Gott. He's hoping James already has Damon's money. But where would it be? Looks like a recent email from Rachel's mother to James. Even if James is trying to protect Rachel okay. from her mother. Nee, das sind alte. This seems like a pretty terrible way to act. Oh, die kann das aber doch nicht so offen liegen lassen. I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Ich glaube, liebe Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Doch, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin jetzt mal so fies. Ich glaube, hier werden wir das Geld finden und dann bin ich gespannt mit der Übergabe. Und ich hoffe, sie räumt ja auf. Ich hoffe es. Bis dahin, euer Firefox.